Ein Running Gag ist er. Okay. Nein, du sollst schon den Gang entlang gehen, Claire. Das schaffst du. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. So nicht. Lass mich zufrieden! Huhuhuhu. So, und dich müssen wir dann töten. Fall um, fall mindestens einmal um. Brauch Platz. Gut. Ach nö, noch einer. Geh weg. Mag dich nicht. Jetzt kann ich nicht mehr das blöde Kraut hinnehmen. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Seid ihr alle scharf oder was? Hab ich noch? Zwei Schuss habe ich noch. Die sollten vielleicht reichen. Noch einer. So, komm hier, fressen Kraut. Das hat eigentlich auch schon Leon weggenommen, aber. So, das. Und jetzt kombinieren wir das. Bist du jetzt wirklich tot oder lebst du noch? Ich kann es nicht erkennen, aber ich glaube, er blutet. Ja, dann bleibt uns ja keine andere Wahl, außer diesen Gang hier entlang zu gehen. Andere Richtung haben wir nicht mehr. Jo, hier kommt jetzt auch so ein Truck, wo wir eigentlich nicht viel machen können, glaube ich. Oder war da eine Tür mit Peak-Schlüssel bei? Mal sehen. Dafür laufen hier keine Zombies rum. Cool. Cool, cool. Bist du offen? Das war Caro, okay. Die hier, die zweite, war offen, ne? Ja, okay. Nicht gut. Ihr habt's gehört, ne? Licky, licky, lick. Oh, ich habe einen umsonst verballert. Cool. Ein Schuss tot. Ja, die nehmen wir. Die sind auch fast alle, sehe ich gerade, ne? Mann, Mann. Ja, es ist anspruchsvoller, auf jeden Fall. Hab ich angekündigt. Nichts zu sehen. Hier muss doch irgendwas noch sein, was wichtig ist. Nur wegen der einen Patronenschachtel habe ich jetzt zwei Granaten verschossen. Och, nö. Ja, anscheinend doch. Hm. Naja. Da ist ein rotes Kraut. Das macht erst Sinn, wenn wir wieder ein einzelnes grünes finden. Und die ist dicht. Das ist aber schlecht, dann weiß ich ja wieder nicht, wo ich lang muss. Was bringt mir der Peak-Schlüssel, wenn wir noch gar nicht... wir können nirgends mehr lang. Was soll ich denn noch machen? Ich gehe mal eben speichern. Vielleicht fällt mir dabei dann noch was Geistreiches ein, aber irgendwie nicht. Gerade. Kann nicht sein, dass ich hier bei Resident Evil 2 jetzt festhänge. Wenn jetzt gleich nicht irgendwie eine tolle Videosequenz auftritt, wo ich auf einmal eine Schlüsselkarte finde. Dann weiß ich gerade nicht weiter. Aha, die ist jetzt offen. Aber bringt uns das im Prinzip was? Nein. Weil da waren wir vorher auch schon. Können wir hier raus? Ach, wir können raus.
Frage ist, ob das Sinn macht. Gucken, ob hier irgendwas Tolles ist. Sieht nicht so aus. Weiter in die Stadt rein wäre jetzt ja blöd, ne? Viel zu gefährlich, ja, dachte ich mal. Müssen wir einmal hier lang gehen? Ich glaube nicht, dass da was ist, ehrlich gesagt. Da wird auch nichts sein. Okay, es bringt uns nichts, dass wir hier rausgehen können. Brad ist auch nicht da. Schade. Obwohl ich bis zur Polizei gekommen bin, ohne einen Schuss zu vergeuden. Aber das war ja mit Leon auch nicht allzu schwer. Mit Claire. Mann. Ja, ich bin verwirrt. Tut mir leid. Bisschen verwirrter sogar noch als sonst. Weil ich gerade ein bisschen ratlos bin. Weil diese Tür, die ist ja wie gesagt auch dicht. Kannst ja gerne mal probieren. Elektronisch, ja. Die Karte haben wir nicht für den scheiß PC. Und die ist auch dicht, ja? Die ist von der anderen Seite dicht. Und da oben, die war auch elektronisch verschlossen. Und hier liegt keine Karte, oder bin ich irgendwie blind? Ne, hier ist noch nichts. Gut, ich könnte natürlich auch hier abspeichern, aber... Ich möchte die Leiter raufklettern, ja. Ah, jetzt weiß ich. Ich weiß. Wir haben ja den Helikopter gelöscht. Wir könnten jetzt in die eine Tür da rein. Und ich hoffe, dass die mir weiterhilft. Muss sie. Gut. Alles klar. Ich bin wieder im Bilde. So, jetzt nehmen wir uns nochmal eben ein paar Farbbänder hier raus. Ja, ist die Frage, behalten. Den brauchen wir erstmal eine Zeit lang nicht. Und den Rest würde ich einfach behalten, ne? Und die können wir mal eben benutzen. Einmal eine erste Speicherung machen hier. Komm her. Eine alte Schreibmaschine. Ja. Überschreiben wir das oder machen wir einen zweiten Platz? Noch. Rüber. Rüber. Warteraum. Okay, Wächter mit. Allzu viel Sachen haben wir noch nicht eingesammelt, ne? Wir haben bisher nur das dusselige Messer, ein paar Farbbänder und den Ventilgriff in der Truhe. Euch habe ich ja getötet, das ist schon mal ganz gut. Genau, in diesem Let's Play werden wir hier diese Tür noch aufkriegen. Die Tür ist kaputt, ich komme nicht weiter. Ich habe keine andere Wahl, als die ganze Wand einzureißen. Diese Idee hatte Leon nicht. Und das sollte als Hinweis genügen. Ja. Den Schrei, den wir gehört haben, ich glaube, der stammt von Sherry, den wir noch kennenlernen. Ich ahne Schlimmes, aber ich habe den Granatwerfer schon ausgerüstet. Ist hier was drin? Was Schönes? Ha? Na gut. Noch irgendwas Schönes? Munition oder so? Oh, mir gefällt der Anblick da nicht. Da liegt doch was. Bitte, was Vernünftiges. Yes! Und weg. Lass mich. Warum soll ich den jetzt abknallen? Wir sind noch auf gut, alles klar. Jetzt haben wir endlich die scheiß Schlüsselkarte. Jetzt kommen wir voran.
Damit haben wir jetzt zwei neue Wege. Unten und oben. Ich bin gerade überlegen, wo wir als erstes lang gehen. Wenn wir oben rumgehen, kriegen wir vielleicht die Teile für unsere Knarre. Packen wir die erstmal weg. Ja, braucht Platz. Andersrum, wenn wir unten lang gehen, können wir da erstmal aufräumen, dann zur Fotokamera durch. Ich glaube, wir gehen den ganz normalen Weg unten rum, oder? Na, wir müssen jetzt ja sowieso erstmal runter zum PC. Aber ich denke, dann bleiben wir erstmal gleich unten. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum wir unbedingt oben zuerst lang sollten. Von daher, wir gehen einfach mal unten rum, so wie wir es mit Leon auch gemacht haben. Hm. So. Okay, jetzt können wir die scheiß Karte benutzen. Die und die. Okay. Die Karte ist weg, ne? Gut. Jo, dann gehen wir doch mal da unten lang. Oh. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Hier ist ein Speicherraum. Seit wann laufen hier Zombies? Ein Speicherraum nicht. Sorry. Eine Truhe ist hier. Und kipp doch um. Oh, ich höre noch einen krabbeln. Oder laufen. Wieso will ich überhaupt in die Truhe? Muss ich gar nicht. Reflex, so wie ich eine Truhe sehe, muss ich daran. Polizei, Memorare, da, 2236. Gut, dass wir den Code jetzt kennen. Herbert. Jop. Musst du dich dahinter verstecken, dann kann ich gar nicht sehen, ob du blutest. Ich glaube nicht, dass du blutest. Doch, du blutest. Sehr schön. Können wir diese... Ach, noch ein Heinz. Hochbetrieb im Polizeirevier. Blute. Oh. Schublade ist verschlossen. Dietrich. Ach, wir haben. Meine ich doch. Wir haben also doch einen Dietrich. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja, ich nehme es. Ach, da oben. Ja, stimmt. Wir haben einen Dietrich. Okay. Aber das packen wir mal weg. Weil ich nicht vorhabe, diese Scheiß-Sprays zu benutzen. Ich habe bereits oft genug erwähnt, warum. Diesmal krabbelt auch nichts am Fenster vorbei. Trotzdem werde ich vorsichtshalber zum Granatwerfer wechseln. Weggeworfener Aktenmüll. Hm. Hat der was bei sich diesmal? Außer dass er keinen Kopf hat? Gut, seinen Kopf hat er nicht bei sich. Hier, Pik. Sehr gut. Schlüssel ablegen? Eine Tür mit Pik? Das war aber beim ersten Mal nicht so.